Wunderschönen guten Tag, liebe Food-Freunde, und willkommen zu einem neuen Food-Video meinerseits. Wir machen heute ein ganz klitschko-kleines Opening, obwohl es nicht wirklich ein Opening wird, sondern ich werde hier tatsächlich nur das Spielerwahlobjekt aufmachen. Ja, ich habe tatsächlich nur ein Spielerwahlobjekt, ich habe nur bis Silbert 1 gespielt. Ich habe ehrlich gesagt an dem Wochenende und bei dem Wetter Besseres zu tun gehabt, als mich da weiter durch die Weekend League zu quälen. Deswegen muss das auch mal reichen. Und da ich das letzte Pack-Opening dann doch nicht hochgeladen habe, obwohl ich es aufgenommen habe, gibt es hier nochmal das Highlight aus dem letzten Pack-Opening. Ryan Fraser, den hatte ich schon mal als 84er, den würde ich tatsächlich gerne nehmen, weil ich weiß, wie gut Ryan Fraser sich spielt. Und jetzt nochmal als 86er, das wäre natürlich geil. Die würde ich mir von all denen zusammen mit Kevin De Bruyne eigentlich sogar noch am ehesten wünschen. Auf! So, einfach ohne viel zu quatschen. Ja. Geile Sache das, Ryan Fraser. So, also nachdem wir vor einer Weile ja schon mal Paulsen rausgeholt haben, dann jetzt Ryan Fraser als Wunschspieler, ist natürlich die Hoffnung groß, dass wir hier einen Hattrick hinlegen und hier auch einen Wunschspieler rausholen. Im Anschluss an dieses Objekt, Opening oder wie man es auch nennen mag, gibt es nochmal eine andere Kleinigkeit. Da will ich jetzt noch nicht spoilern, während ich hier nebenbei einmal eben schnell den Transfermarkt wieder neu befülle. Da will ich jetzt nicht spoilern, ich will aber im Vorfeld einmal ganz schnell einen Blick auf das Team der Woche werfen. Ich habe mir das nur mal ganz kurz angeguckt, aber wir wollen ja gucken, wen ich denn gerne hätte. So, schauen wir doch mal. Wen haben wir denn hier schönes? Den Reus brauche ich nicht unbedingt. Jetzt nur für das Player-Pick-Team möchte ich jetzt nicht unbedingt auf einen Reus pochen. Sigurdsson. Ja, doch, der würde mir gefallen. Natürlich ein Mbappé nimmt man immer mit, keine Frage. Wen hätten wir noch? Oh. Sandro. Ja, okay. Hält sich aber in Grenzen, also ist für einen Linksverteidiger mit einem 89er Rating sind die Durchschnittswerte dann doch eher so ein bisschen mager, würde ich sagen. Ederson, ja, also fürs Rating ja. Also ich würde dann doch am ehesten sagen, allein weil ich die Karte so geil finde, von Hamdala. Falls ihr nicht wisst, was das für eine Karte ist, das ist ein Recordbreaker. Denn Hamdala hat es vor dem Team der Woche, bevor das neue Team der Woche festgelegt wurde, hat er es geschafft, in der Saudi League oder wie die heißt, den ewigen Torrekord zu brechen. Dadurch hat er die Recordbreaker-Karte gekriegt. Nur für die, die halt nicht wissen, was so eine Recordbreaker-Karte ist. Und Benzema, wie auch immer man ihn ausspricht, den würde ich auch noch gerne nehmen. Der Rest interessiert mich jetzt eigentlich eher so weniger. Also für die Player-Pick-Truppe bräuchte ich eigentlich eher einen Rechtsverteidiger. Stürmer brauche ich eigentlich nicht. Ich bin jetzt nicht so ganz schlüssig. Hamdala, wie gesagt, den würde ich schon gerne nehmen. Wobei der mir jetzt nichts bringt als Player-Pick. Den würde ich höchstens gerne mal aus dem Pack ziehen. Aber ist egal. Wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. Und dann im Anschluss an das, was jetzt kommt, schauen wir mal, was wir da noch kriegen. Und warum das Ganze jetzt hier ohne Facecam läuft, ganz kurz erklärt. Meine Cam hat sich irgendwie gedacht, ich habe keinen Bock. Die Scheiße machst du alleine. Und deswegen keine Cam. So, nicht lang schnacken. Aufmacken. Und wir holen dieses Mal nichts raus, was irgendwie so richtig toll ist. Da kann ich gar nichts von gebrauchen. Überhaupt nichts. Rechter Flügel, was soll ich mit dem? Könnte ich zum rechten Mittelfeld machen. Brauche ich nicht. Sturm. Oh nee, also dann nehme ich doch lieber Ramos, allein aufgrund des Tempos. Können wir uns mal die restlichen Werte angucken. Ja, Tempo ist für den gar nicht so verkehrt. Er spielt allerdings in Chile, ist schwer einzubauen. Könnte aber als Sub ganz gut funktionieren. Boah, die Ausdauer ist jetzt auch nicht die beste, also tatsächlich eher ein besserer Sub als sonst irgendwas. Und halt einer, den du schicken kannst, weil schießen kann der auch nicht. Ja, wir nehmen Ramos. Und zur Not hauen wir ihn irgendwann einfach mal in eine von diesen Upgrade-SBCs rein. Für die Player-Picks. Dafür kannst du ihn immer nehmen. So. Und damit haben wir jetzt hier diesen einen Player-Pick. Und was die Packs angeht, die hebe ich mir aktuell auf für den nächsten Event.
Das müsste, glaube ich, der TOTS-Event sein. Aktuell läuft noch dieser Champions League Knockout-Stage-Event. Die Spieler interessieren mich eigentlich mal überhaupt nicht. Deswegen mache ich jetzt hier keine Packs auf und lasse das jetzt einfach alles liegen hier. Und dann machen wir, sobald der TOTS-Event kommt, alle Packs auf, die ich bis dahin habe. Ich hoffe mal, ich komme so auf 20, 30, 40 Packs, weil ich ja nur noch einiges habe. Ich habe hier zum Beispiel noch zwei Token liegen. Dann kommen natürlich noch immer meine Squad Battle Rewards dazu und die nächste Weekend League werde ich nicht spielen. Deswegen kommen da keine Packs, aber ich werde dann gucken, dass ich Division Rivals ein kleines bisschen spiele, um da vielleicht ein paar Packs zu kriegen. So, und damit war es das jetzt mit diesem ersten Teil des Videos. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder und dann sehen wir uns gleich wieder. Grüßt mein zukünftiges Ich von mir, bis gleich. Und damit sind wir dann auch schon beim inhaltlichen Teil des Videos angekommen. Ich möchte hier im Vorfeld gerne eine Sache nochmal loswerden. Was ich jetzt gleich äußere, möchte ich ausdrücklich nochmal als Theorie betonen. Es ist nichts, was ich irgendwie anhand von Fakten belegen oder beweisen könnte. Es ist und bleibt eine Theorie, die eben keinerlei Anspruch auf Korrektheit hat. Und das Zweite, was ich noch anmerken möchte, es kann gut sein, dass das Ganze gleich so ein kleines bisschen nach Verschwörungstheorie geschwurbel klingt, was es im Grunde ja auch ist. Aber wenn ich alles, was ich so an Eindrücken und Aussagen und so diesen kleinen Bausteinen, die ich gefunden und gesehen und gespürt habe, so ein bisschen versuche zusammenzubringen auf einen Nenner, dann entsteht bei mir einfach genau der Eindruck, den ich euch gleich kurz erklären werde. Das, was ihr gerade im Hintergrund seht, ist eine Aufnahme aus dem vergangenen Wochenende. Das hier ist ein Spiel mit einer Bronzemannschaft gegen eine Bronzemannschaft für eine der Weekly Challenges. Da musste man irgendwie drei Spiele mit Bronzemannschaften gewinnen. Warum ich das gewählt habe, ist relativ einfach erklärt. Ich hatte seit Monaten, tatsächlich seit Monaten, nicht mehr so viel Spaß bei einem Match wie hier. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Match. Und zwar, weil ich von Anfang an das Gefühl hatte, dass weder bei mir noch bei meinem Gegner irgendwie Momentum läuft oder Scripting, dass wir beide eben mit absolut den gleichen Voraussetzungen gegeneinander spielen. Und das ist nach etlichen Monaten endlich mal wieder nur darum geht, den Gegner zu besiegen und nicht das Spiel selbst. Und damit wären wir dann auch schon beim Punkt dessen, worüber ich in dem Rest dieses Videos jetzt gerne reden möchte. In den letzten 2 bis 3 Wochen habe ich so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass das Gameplay bei FIFA 19, speziell bei FIFA Ultimate Team, nochmal um einiges schlimmer und schlechter geworden ist, als es davor sowieso schon war. Und da ist mir dann nach einer Weile so ein bisschen durch den Kopf gegangen, woran möge das denn eventuell liegen? Und dann habe ich mich auf Reddit mal so ein bisschen umgeguckt, habe mal so ein paar Kommentare gelesen und ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie denselben Eindruck haben. Auch in vielen Livestreams habe ich gesehen, dass viele Leute Probleme haben. Viele haben sich darüber aufgeregt, dass es noch schlimmer geworden ist, als es das vorher schon war, in den letzten so 2 bis 3 Wochen, wie gesagt. Unter anderem haben auch eben größere Streamer und auch Profis, wie zum Beispiel Mirza Jahic oder eben der Streamer Castro, gesagt, dass es momentan sich echt wahnsinnig schlecht anfühlt, sogar noch schlechter als vorher. Castro hat vor etwa 2 Wochen einen legendären Rage hingelegt in einem seiner Livestreams, weil ihm ein Skript in FIFA, und das konnte er auch anhand von Bildern so ein bisschen belegen, seine 30-0 versaut hat. Und er hat es dann irgendwie mit einem relativ knackigen Satz auf den Punkt gebracht. Der ging ungefähr so, er ist halt ein Mexikaner und hat es auf Englisch gemacht, ich versuche das mal so sinngemäß auf Deutsch zu übersetzen. Wir sind bei FIFA inzwischen an einem Punkt angekommen, wo es nicht mehr darum geht, den anderen Spieler zu besiegen, sondern wo es ausschließlich darum geht, das Spiel selbst zu besiegen. Und damit bringt er das Kernproblem, das FIFA momentan hat, ziemlich genau auf den Punkt. Ich möchte das Ganze aber gerne nochmal ergänzen durch 1, 2 weitere Gedanken von mir. Und die sind dann eben so ein bisschen aus der Sicht eines Otto-Normalspielers, eines absoluten 0815-Durchschnittsspielers. Bei einem Profi ist es nachvollziehbar, dass er vom Level her eben dementsprechend hoch ist, dass er weiß, wie er diesen Effekten, die durch das sogenannte Momentum gerne mal entstehen, so ein bisschen entgegenwirken kann. Auch da geht es immer nicht ganz glatt, aber die sind so gut, die beherrschen das Spiel so gut, dass sie dem so ein bisschen entgegenwirken können. Deswegen
immer im Hinterkopf behalten, das Ganze ist hier so ein bisschen aus der Sicht eines Amateurspielers oder eines 0815 Durchschnittsspielers. Wie soll ich als Durchschnittsspieler denn irgendwie ein eigenes Spiel entwickeln, also eine eigene Spielweise oder eben meinen Skill erweitern, wenn ich nie genau weiß, aufgrund der Willkürlichkeit, mit der das passiert, wo ich selbst jetzt tatsächlich vielleicht unbewusst einen Fehler gemacht habe oder wo das Spiel mir wieder reingegrätscht hat. Wie soll ich da ein eigenes Spiel entwickeln? Wie soll ich Skill entwickeln? Das Problem, das dabei entsteht, ist eben das, dass viele Spieler gar nicht so gut abschneiden, wie sie eigentlich könnten. Natürlich sind die dadurch frustriert, natürlich sind die dadurch sauer, vollkommen nachvollziehbar, das geht mir auch immer wieder so. Aber wie sollen denn darüber hinaus diese Spieler ihr eigenes Spiel verbessern, wenn das Spiel selbst es gar nicht mehr zulässt? Abschließend zusammengefasst könnte man zu dem Thema sagen, das aktuelle Kernproblem von FIFA ist genau das, dass eben das, worauf FIFA eigentlich als kompetitives Spiel basieren sollte, überhaupt nicht mehr stattfindet und überhaupt nicht mehr vorhanden ist, und das ist der Skill. Es sollte in FIFA darum gehen, dass es darum geht, den Spieler zu besiegen. Mit seinem eigenen Skill, den Skill des anderen Spielers möglichst nicht spielerisch umsetzen zu lassen und sein eigenes Spiel durchziehen zu können. Das kannst du nicht, weil dieses Künstliche, was EA in FIFA eingebaut hat, dir dein eigenes Spiel immer wieder kaputt macht. Dadurch kannst du kein kompetitiv faires Spiel einfach realisieren. Das ist ein Problem. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Verschwörungstheoretischen. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, warum ausgerechnet jetzt sich das Gameplay, zumindest für mich und viele andere, so wahnsinnig schlecht anfühlt. Und da bin ich so ein bisschen bei meinen Gedankengängen auf was gestoßen. In ein paar Wochen fängt ja TOTS an, müssten jetzt glaube ich nur so 2 oder 3 Wochen sein, fängt TOTS an. Einer der größten Events des Jahres in FIFA Ultimate Team. Hier nochmal eben die Warnung, es ist eine Theorie. Nochmal ganz laut, es ist eine Theorie. Immer berücksichtigen und versucht nicht das Ganze hier irgendwie als Fakten oder sonst irgendwelche Gerüchte zu verkaufen. Es ist eine Theorie und das bleibt es. Was für einen Plan könnte EA wohl damit verfolgen, wenn sie etwas ins Spiel einbauen, das euer Spiel künstlich kaputt macht und das Gefühl entstehen lässt, dass eure Mannschaft zu schlecht ist? Ganz einfach. Ich wage zu behaupten, dass EA das wirklich gezielt macht. Und zwar mit dem Ziel, dass der Spieler getriggert wird. Meine Mannschaft ist schlecht, ich muss alles umbauen. Ich brauche neue Spieler, ich muss mir Packs holen. Und das will man nicht zu abrupt machen, sondern über einen Zeitraum von mehreren Wochen. Wie gesagt, in ein paar Wochen fängt TOTS an und man will jetzt schon versuchen, den Spieler dazu zu treiben, diesen Gedanken in den Kopf zu kriegen, dass er neue Spieler braucht. Er spart jetzt vielleicht schon ein bisschen Geld zusammen, was er dann für Packs raushauen kann, um eben neue Spieler zu bekommen und um eben das Ganze zu verbessern. Und ich wage meine Hand dafür ins Feuer zu legen, dass nach TOTS das Gameplay wieder anders sein wird. Dass es sich dann ein bisschen anders anfühlt und dass es sich dann auch ein bisschen anders spielen lässt. Und da kannst du dann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass das nicht daran liegt, dass du jetzt neue Spieler hast, sondern das liegt einzig und allein daran, dass EA hier mit einem Script das Spiel beeinflusst und euch als Spieler manipuliert. Denn nichts anderes ist das, was EA in den letzten 2 bis 3 Wochen schon treibt. Das ist knallharte Manipulation. Es ist eine Sache, wenn man in ein Spiel ein Monetarisierungssystem einbaut, in Form von FIFA-Points und anderen Mikrotransaktionen. Es ist vollkommen okay, wenn man versucht, sein Spiel über sowas zu refinanzieren. Wer sich mal so ein bisschen damit beschäftigt hat, der weiß, wie teuer die Lizenzen sind, die EA in FIFA einbaut, und es kostet Geld, das muss wieder reinkommen, und natürlich will man als Wirtschaftsunternehmen auch Gewinn machen. Bis hierhin alles absolut nachvollziehbar, mache ich EA nicht den geringsten Vorwurf. Der Vorwurf, den ich EA allerdings mache, ist die Manipulation und die wirklich perfide Art und Weise, wie der Spieler hier dazu getrieben werden soll, Geld reinzuschmeißen, ohne dass er selbst das vielleicht überhaupt wirklich will. Unterm Strich muss man sagen, am Ende ist es immer noch die Entscheidung jedes Einzelnen, ob er da jetzt Geld investiert oder nicht. Aber er wird insofern manipuliert, als dass er in die Richtung gedrängt wird, die EA am liebsten wäre. Am Ende braucht er die Spieler eigentlich gar nicht, aber EA trickst ihn aus. Und mit einer absolut hinterfotzigen Methode, anders kann ich es gerade nicht bezeichnen, soll der Spieler hier manipuliert werden, um Geld im Spiel zu lassen. Und das ist eine Sache, die ich alles andere als gutheißen kann. Das verurteile ich aufs Härteste, dass man hier so vorgeht.
Und das soll jetzt eigentlich auch mein abschließendes Wort dazu gewesen sein. Und wenn ich am Ende mit diesem Video dem einen oder anderen vielleicht so ein kleines bisschen einen Denkansatz gegeben habe, dass er vielleicht denkt, Mensch, vielleicht hat er ja recht, ich gebe dieses Jahr keinen einzigen Cent für TOTS aus. Wenn ich das bei einem einzigen schaffe, dann hat dieses Video was Gutes bewirkt. Aus meiner Sicht was Gutes. Aus EAs Sicht vielleicht nicht, aber die ist mir in diesem Moment einfach mal scheißegal. Aus meiner Sicht habe ich dann in dem Moment was Gutes bewirkt. Und wenn ich es bei zweien schaffe, habe ich noch was Besseres bewirkt. Je mehr Leute diesen Denkanstoß bekommen und dann vielleicht sagen, ich gebe dieses Jahr keinen Cent für TOTS aus, umso besser. Ich selbst habe mich schon entschieden, ich gebe keinen einzigen Cent für TOTS aus. Ich spare aktuell meine Pakete, die ich aus den diversen Events bekomme und mache die dann alle auf und habe dann, wenn ich mal so grob hochrechne, garantiert so um die 70, 80 Packs, die ich dann aufmachen kann. Und da dürfte dann schon das ein oder andere zumindest möglich sein, rauszuholen. Und damit soll es das hier gewesen sein. Ich möchte das Ganze jetzt hier nicht weiter aufbauen. Ich hoffe, das, was ich rüberbringen wollte, ist rübergekommen. Und ich hoffe, dass der Titel und das Thumbnail nicht zu reißerisch wird, denn ich habe schon vor, ein bisschen reißerischer in dieser Hinsicht zu arbeiten. Habe allerdings noch keine konkrete Idee, werde ich nach dem Video dann auch erst sehen, wenn ich es fertig mache. Aber das ist bewusst so gewählt. Ich möchte mit diesem Video ja auch was bezwecken, zumindest bei euch. Und deswegen soll es das hier von mir gewesen sein. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag, einen schönen guten Abend und eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.